Hallo, herzlich willkommen bei Question Life, mehr vom Leben. Weil wir heute einen Question Life Special haben, seht ihr nicht unsere jungen, hippen Moderatoren wie sonst. Ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Unser Thema heute ist Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming? Noch nie davon gehört? Keine Sorge, wir waren auf der Straße und haben eine Umfrage gemacht und so gut wie niemand wusste, was Gender Mainstreaming ist. Seht selbst. Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Gender Mainstreaming. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Musikart? Irgendwie so Musik? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gender Mainstreaming ist die offizielle UN- und EU-Politik und damit auch politische Vorgabe der deutschen Bundesregierung. Aber was verbirgt sich hinter dem englischen Ausdruck? Wir haben uns mit mehreren Menschen getroffen, die sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt haben. Hier unsere Gesprächspartner. Wolfgang Bergmann ist diplomierter Erziehungswissenschaftler und leitet das Institut für Kinderpsychologie und Lerntherapie in Hannover. Er ist einer der profiliertesten Kinder- und Familientherapeuten Deutschlands und als Autor von Sachbüchern zu psychologischen und pädagogischen Themen weithin bekannt. Er schreibt für verschiedene große Tageszeitungen und Zeitschriften und ist gern gesehener Interviewpartner zu aktuellen Erziehungsthemen in Fernsehen und Rundfunk. Gabriele Kubi, geboren 1944, geriet während ihres Studiums in Berlin in die 68er-Bewegung. Als Mitorganisatorin der Studentendemonstrationen bekam sie schnell eine Stelle als politische Referentin der Studentenvertretung AStA. Nach ihrem Magisterexamen in der Soziologie gründete sie mit ihrem Mann einen Buchverlag. Heute widmet sich Frau Kubi als Autorin gesellschaftspolitischen Themen wie Gender Mainstreaming. Klaus Schwärmer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dissens e.V., einem Beratungs-, Bildungs- und Forschungsinstitut. Seit 1989 beschäftigt sich dieser Verein mit der Geschlechterdemokratie und Hierarchie in der Berufswelt. Ziel ist der Abbau der herrschenden Männlichkeit. Gender Mainstreaming ist dabei Schwerpunkt ihrer Arbeit. Eva Herrmann war laut einer Emnet-Umfrage 2003 beliebteste Moderatorin Deutschlands. Jahrelang moderierte sie die Tagesschau. Nach dem Erscheinen ihrer Bücher Das Eva-Prinzip und Das Prinzip Arche Noah hagelte es viel Kritik aus den Medien. Jedoch gab es auch viel Zustimmung aus der Bevölkerung. Frau Herrmann machte auf die Problematik der Kinderbetreuung in Krippen und deren Auswirkungen aufmerksam. Das Thema mag vielleicht bürokratisch erscheinen, kompliziert wirken, aber bleib dran, weil ich glaube, es geht um deine Zukunft. Als erstes haben wir unsere Gesprächspartner gefragt, was ist mit Gender gemeint? Gender, kann man sagen, ist eine Übersetzung von soziales Geschlecht. Also wir alle haben ein Geschlecht in irgendeiner Art und Weise, als Männer oder als Frauen. Und es gibt einerseits eine körperliche Ebene davon, wie jetzt zum Beispiel also die primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale. Und es gibt aber auch eine soziale Form von Geschlecht, die wir im Laufe unseres Lebens meistens erlernen, in Form von Rollen oder von Verhalten und uns als Jungen oder Mädchen fühlen. Und die sozialen Dimensionen von Geschlecht, die sind mit Gender gemeint. Das ist also der Unterschied, da wird nochmal gerade im Englischen eben unterschieden, zwischen Sex einerseits, also nicht Sex machen, sondern eben ein körperliches Geschlecht haben, und eben das vergeschlechtlichte soziale Verhalten oder die eigene Identität. So, damit ist das Gender gemeint. Das eine ist, also ich werde geboren. So, ich habe einen bestimmten Körper, der hat bestimmte Ausprägungen. Und trotzdem, mit diesem Körper lebe ich in einer bestimmten Zeit. Ja, jetzt aktuell 2008. Und in einer bestimmten Region in Europa, in Deutschland. Das ist was anderes, wie wenn ich jetzt im 14. Jahrhundert geboren wäre oder wenn ich jetzt in Afghanistan aufwachsen würde. Das heißt, ich lebe in einem
in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und erlerne dort, in dem ich aufwachse, bestimmte Rollen. Ich erlerne ein bestimmtes Verhalten, was oftmals geschlechtlich unterschieden wird in den Gesellschaften. Also von einem Jungen wird oftmals was anderes erwartet als von einem Mädchen. Ja. Das ist erstmal so ein Unterschied, der ist vorhanden. Wo jetzt die genaue Grenze ist zwischen dem, was ist wirklich körperlich, was macht körperlich einen Jungen aus und was ist sozial, da sind die Grenzen, glaube ich, auch ein bisschen fließend. Die wissenschaftlich-akademische Forschung entfaltet neben vielen nützlichen Dingen skurril.